Ja, nach meiner Uhr ist es 16 Uhr. Ich begrüße Sie zu dem Rundgang vom VHG. Ich bin überwältigt. Wir haben im Augenblick jetzt hier 65 Teilnehmer. Ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Jörg Beleitis. Ich wohne seit fast 80 Jahren in dieser schönen Stadt, mit Ausnahme der Zeit der Ausbombung und einige Semester während meines Studiums bin ich auch nicht in Hamburg gewesen. Ich bin kein Historiker von Haus aus, habe mich aber schon lange mit Dingen der hamburgischen Kulturgeschichte, der Architekturgeschichte beschäftigt. Gelernt habe ich Lehrer. Ich bin jahrzehntelang Mathematik-, Physik- und Informatiklehrer am Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Wandsbek gewesen. Aber nach meiner Pensionierung habe ich angefangen, mich im Kontaktstudium an der Universität ein bisschen fortzubilden. Und dann sind im Laufe der letzten 15 Jahre eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Rundgänge entstanden. Einige von Ihnen haben ja kurz nach Weihnachten hier beim VHG schon den Rundgang, den ich ums Rathaus herum anbiete, als Online-Rundgang mitgemacht. Es gibt eine Reihe von Treppenhausrundgängen, Stadtteilrundgänge. Also ich versuche jedes Jahr immer ein, zwei, drei neue dazuzunehmen, sodass ich auf dem Laufenden bleibe. Heute möchte ich mit Ihnen durch die Wallanlagen gehen. Und der Vorteil gegenüber dem Draußengehen, was heute natürlich sehr reizvoll wäre bei dem schönen Wetter, schön, dass Sie trotzdem gekommen sind, der Vorteil ist, dass man hier ein bisschen mehr Material einspielen kann, was man draußen nicht so unbedingt sehen kann. Aber es fehlt natürlich die reale Begegnung. Zum Ablauf, ich werde jetzt etwa 50 Minuten sprechen. Dann werde ich eine kurze Pause von 4 bis 5 Minuten machen, damit man sich einen neuen Tee holen kann oder einen neuen Kaffee oder was man immer gerade braucht. Und gegen 17.30 Uhr, vielleicht auch erst 17.40 Uhr, je nachdem, wie ich so zurechtkomme, zu Ende sein. Und dann möchte ich gerne zum Schluss noch 15 Minuten Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und Ergänzungen zu geben. Ich werde Ihnen im Anschluss, sofern Sie mögen, eine Zusammenstellung als PDF-Datei geben können, wo einige Links, die ich habe, vorhanden sind, wo die Literaturangaben sind und einige Bilder. Da wir hier beim VHG aber, anders als ich das sonst mache, nicht mit Voranmeldungen arbeiten, habe ich natürlich Ihre E-Mail-Adresse nicht. Das heißt also, wenn Sie Interesse haben an dieser PDF-Datei, dann schreiben Sie entweder in den Chat, besser aber noch direkt an meine E-Mail-Adresse Ihre und vermerken dann nur VHG 25.02. Dann weiß ich, dass Sie Interesse daran haben. Dann würde ich das Ihnen in den nächsten Tagen zuschicken. Ja, so viel zur Vorrede. Jetzt muss ich hier ein bisschen umstellen. Es sind so viele da, wir haben jetzt 68 Teilnehmer, dass ich sie gar nicht alle im Blick habe. Scheint aber keiner die Hand zu heben. Dann schalte ich jetzt alle mal auf stumm. Sie sehen zunächst mal eine Karte der Hamburger Wallanlagen. Eine riesige Anlage für die damaligen Verhältnisse, auch für heutige Verhältnisse wäre es groß. Damals waren das mehr als 25% des Hamburger Stadtgebietes, die allein von diesen Wallanlagen eingenommen worden sind. Zunächst mal ein wenig zur Literatur. Ganz wesentlich stütze ich mich bei vielen meiner Ausführungen hier natürlich auch auf das, was Herr Hipp uns oder vielen von Ihnen ja gut bekannt geschrieben, gesagt hat. Ich habe viele Vorlesungen bei ihm gehört und verdanke ihm sehr viel. Ganz ausdrücklich möchte ich hier auf diesen Dumont-Führer hinweisen, wo natürlich über die Wallanlagen auch etwas steht und wo er schreibt, im Laufe von über 100 Jahren reicherte sich der Wall an mit wissenschaftlichen Instituten, weiteren Denkmälern und Museen. Zwischen Innenstadt und den Stadterweiterungsgebieten beidseits der Alster liegen sie als Bildungslandschaft. Ganz im Sinne der Ziele des Aufklärungszeitalters, Wissenschaft und Leben zusammenzubringen. Das bezieht sich auf die Entwicklung der Wallanlagen ab 1800, als also die militärische Bedeutung zurückgegangen war und nahezu minimal wurde. Ein Buch, was im vergangenen Jahr herausgekommen ist, herausgegeben von Heino Grunert, Von der Festung bis Planten und Blumen, die Hamburger Wallanlagen. Ein äußerst empfehlenswertes Buch. Sie sehen im rechten Teil, dass wir hier
eine ganze Reihe unterschiedlicher Artikel haben. Und natürlich kann ich längst nicht alles, was hier entsteht, erzählen. Also wer Interesse daran hat, mehr über die Wandanlagen zu erfahren, der sei hieran verwiesen. Ich werde ganz zum Schluss des Vortrags auch noch auf eine etwa 16 Seiten fassende Zusammenfassung meines Vortrags hinweisen. Aber das ist nur ein Peanut gegenüber das, was hier an dieser Stelle zu sehen ist. Aktuell ein Hinweis auf den Abendblatt-Artikel von Anfang Februar, wo fast genau dieser Titel auch wieder steht, von der Festung bis Planten und Blumen, und wo an dieser Stelle eben auch darauf hingewiesen wird, auf die 400 Jahre im Buch, wie es hier steht, mit einigen Ausschnitten, ganz wenigen Ausschnitten, aber einer doch sehr ausführlichen Würdigung dieses Buches, das ich eben gezeigt habe. Ich möchte mit Ihnen so vorgehen, dass ich zunächst mal einen Schnelldurchgang durch die Wallanlagen mache, etwa ab 1800, was dort im Einzelnen entstanden ist. Wirklich nur ein Schnelldurchgang, denn damit haben Sie sozusagen das Inhaltsverzeichnis für den Hauptteil, wo ich dann im Einzelnen auf die jetzt im Schnelldurchgang vorgegebenen Objekte eingehen werde. Vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Mir ist es einmal in den vergangenen 3 Monaten passiert, dass meine Übertragung vollständig abgebrochen war und ich mich neu wieder einloggen musste. Gehen Sie dann nicht weg, sondern bleiben Sie dran. Das hat damals etwa 4 Minuten gedauert, bis ich wieder drin war. Umgekehrt, wenn Sie aus irgendeinem Grunde rausfliegen, gehen Sie einfach über den Link, den Ihnen die VHG zugeschickt hat, wieder neu rein. Da wir keinen Warteraum hat, stört das keinen und Sie sind dann sofort wieder dabei. Also, diese Karte aus dem Jahre 1910 ist deshalb so gut geeignet, weil wir einerseits schon relativ gut unser heutiges Stadtbild sehen, andererseits aber doch das sehen, was vorher vorhanden war. Zum Beispiel können Sie hier erkennen, es ist nur eine Lombardsbrücke dort vorhanden. Ich fange an mit dem, oder werde nachher, oder gleich mit dem Büschdenkmal anfangen, das erste profane Denkmal, was in Hamburg überhaupt erstellt worden ist für Johann Georg Büsch, einem der Begründer der Patriotischen Gesellschaft. Dieses Denkmal stand an der Stelle, wo heutzutage etwa der Altbau der Kunsthalle vorhanden ist. Das nächste, was ich besprechen werde, ist der Botanische Garten, genauer gesagt, also der alte Botanische Garten, der 1821 gegründet worden ist. Man hat das Gründungsdenkmal sozusagen noch als lebendes Denkmal vorhanden. Das ist nämlich diese nahezu 200 Jahre alte Platane, die der erste Direktor des Botanischen Gartens, Professor Lehmann, da am 6. November 1821 gepflanzt hat und die in der Nähe des Planten- und Blumeneingangs vom CCH zu sehen ist. Das dritte Objekt wird 1825 die Sternwarte und Navigationsschule sein, die an der Stelle steht, wo heute das Museum für Hamburgische Geschichte sich befindet. Gleichzeitig werde ich auf das Repsold-Denkmal eingehen, denn Repsold war derjenige, der diese Sternwarte initiiert hat. Das vierte wird dann der Zoologische Garten sein. Nicht zu verwechseln mit Hagenbecks Tierpark, sondern der Zoologische Garten wurde zunächst geleitet von Alfred Brehm, den Sie vielleicht als Verfasser von Brehms Tierleben kennen. Und die Straße an den Tiergärten erinnert noch an die Lage, wo er ursprünglich war. Wenige Jahre später kam das erste richtige pädagogische Objekt in diesen Bereich hinein, nämlich die Hamburger Kunsthalle. 1869 gebaut von Hermann von Hude, einem Berliner Architekten. Und dieser Eingang ist ja vor einigen Jahren jetzt gerade wieder reaktiviert worden. Ein weiteres Museum, was in diesem Bereich der Wallanlagen steht, in dieser Bildungslandschaft, die sich hier allmählich immer weiter ausbildet, war das Museum für Kunst und Gewerbe, was in seiner Ansicht und seinem Aufbau ja ganz genauso aussieht wie heute auch, weil es so gut wie keine Kriegsbeschädigung hatte, was aber am Anfang eine sehr viel vielfältigere Nutzung hatte als heutzutage. Direkt gegenüber vom Museum für Kunst und Gewerbe, dort wo heute Saturn steht, wurde 1891 das Naturhistorische Museum gegründet, ein damals
äußerst modernes Museum, was leider 1943 so stark zerstört wurde, dass es dann anschließend abgerissen worden ist. Im Bereich der naturwissenschaftlichen Institute war zunächst der Botanische Garten da, dann kamen die Physikalischen Chemischen Staatsinstitute dazu und dann später nochmal an dieser Ecke dann tatsächlich das Botanische Staatsinstitut. Von den Physikalisch-Chemischen Staatsinstituten ist dieser Bau noch nahezu vollständig erhalten, allerdings im Dachgeschoss verändert. Dagegen das Direktorenhaus für die Direktoren dieser Anstalten ist später ersetzt worden durch das Institut für angewandte Physik. Ja, ich erwähnte eben schon, schräg gegenüber von der Physik wurde dann 10 Jahre später das Botanische Staatsinstitut gebaut. Heute befindet sich die Bucerius Law School in diesem von Albert Erbe gebauten Bau, der an ein, ja, an ein barockes Schloss aus Süddeutschland erinnert. Die Ringstraße, und so hieß sie auch tatsächlich in Anlehnung an die Wiener Ringstraße, war vorbehalten großen repräsentativen Gebäuden, wie zum Beispiel dem Gewerbehaus oder also der Handwerkskammer, die ja heute noch dort steht und die von Fritz Schumacher an die Stelle gesetzt worden ist. Ein weiterer Schumacherbau in diesem Bereich ist das monumentale Museum für Hamburgische Geschichte. Kurzzeitig hieß es ja mal Hamburg Museum, aber inzwischen sind sie ja weitgehend zum alten Namen zurückgegangen. So viel zu dem, was ich jetzt mit Ihnen vorhabe. Bevor ich aber darauf im Einzelnen eingehe, möchte ich ein wenig zur Vorgeschichte sagen, weshalb diese Wallanlagen überhaupt entstanden sind. Es hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass sich Hamburg allmählich vergrößerte und wir eine erhebliche Bevölkerungszunahme hatten. Hamburg im Jahre 1150 war ein winziges Örtchen um den Dom herum und die Petrikirche auf dieser Geestzunge. Deshalb ist Hamburg ja überhaupt gegründet worden, weil hier die eine Geestzunge war, hier die andere und dazwischen eine Furt über die Alster hinweg, sodass man hier also einen Handelsweg hatte und an diesem Handelsweg Hamburg dann gegründet wurde. Um 1200 sah das schon wesentlich anders aus. Neben der bischöflichen Altstadt war dann hier die gräfliche Neustadt um Nikolai herum entstanden. Der Alsterhafen hier an dieser Stelle im Nikolaifleet. 1250 kamen dann die Bereiche in der Marsch, auf den Marschinseln dazu, um St. Katharinen herum. Und schließlich um 1550 war auch Jacobi mit dabei, sodass wir in diesem Bereich den Stadtbereich hatten, also Ende etwa so beim Alten Wall, Neuen Wall in dieser Gegend. Und das, was wir heute als Neustadt bezeichnen, damals die Reeperbahn noch sehr viel dichter dran als heutzutage an dieser Stelle, war Feld, groß schon vorhanden, Heiliggeistfeld. Und das hat sich dann radikal geändert, 10 Jahre später. Da war nämlich dann dieser ganze Bereich mit hinzugekommen und es waren diese Wallanlagen mit ihren 22 Bastionen entstanden. 22 Bastionen in Hamburg. Wien hatte 6 weniger. Man war in Hamburg also deutlich stolz darauf, dass wir mehr hatten. Und dazu kommen dann die Vorwerke, die hier vorhanden sind. Also eine gewaltige Anlage, die das Hamburger Staatsgebiet erheblich vergrößert hat und die an diesen Teilen aber noch zum Teil mit Gärten versehen war. Wie kam es dazu und wer hat das geschaffen? Geschaffen hat das Johann von Falkenburg, ein niederländischer Ingenieur und Festungsbaumeister, der auch in anderen Hansestädten tätig gewesen ist und der zu einem Bündnis geholt wurde von dem gemeinsamen Militärführer Oberst Friedrich zu Solms-Rödelheim, der für diese 6 Hansestädte, das war ja schon ziemlich am Ende der Hanse, die Gesamthanse war schon im Niedergang, aber diese 6 Hansestädte hatten sie noch zu einem militärischen Bündnis zusammengefunden und haben dann auch gemeinsam diesen Festungsbauer angestellt. Das heißt, der war dann nicht nur in Hamburg, sondern er war in Bremen, in Emden, in Lübeck, in Rostock ebenfalls tätig. In Hamburg gab es die erste Planung zur Ausweitung des Stadtgebietes um 1609
Und beschlossen wurde es dann so, dass 1616 bis 1625, 26 dieser neue Befestigungsring gebaut wurde. Es war eine erhebliche Belastung des Hamburger Staatshaushalts damit verbunden. Jeder Hamburger Bürger musste mit Arbeitskraft sich auch einbringen, entweder seiner eigenen oder einer gemieteten, und musste natürlich entsprechend höhere Steuern zahlen. Die Vergrößerung des Hamburger Stadtgebietes war enorm, um 170%, also nicht auf, sondern um 170% auf 370 Hektar. Die Neustadt selber hatte also 112 Hektar. Das ist ein nicht ganz so großer Bereich wie die Hafen City. Hafen City hat 157 Hektar, aber so in der Größenordnung fast dieser Bereich, der da hinzugekommen ist. Die Festungsfläche machte von diesem gesamten 370 Hektar gut ein Viertel aus. Und zwar der Festlandsfläche, Wasserfläche nicht mitgerechnet. Es war eine Befestigungsanlage, die, vielleicht ein Hinweis zur Karte, hier ist Nord-Süd vertauscht, also Sie müssen sie ein bisschen einsehen, Alster also hier auf der linken Seite und die Elbe hier auf der rechten Seite. Eine besondere Bastion, die heute noch zu sehen ist in ihrer Spitze, ist hier zum Beispiel die Erikus-Bastion und hier an dieser Stelle, dort befindet sich heutzutage der Hauptbahnhof. Also eine gewaltige Anlage, die hier entstanden ist und die nicht nur aus den Bastionen bestand, sondern ebenfalls aus diesen Vorwerken und dem dazwischenliegenden großen, im Zickzack verlaufenden Graben, Befestigungsgraben. Die Befestigungen selber hatten Namen wie zum Beispiel Enricus-Bastion, Albertus-Bastion, Ulricus-Bastion, Erikus-Bastion, Ferdinandus-Bastion und so weiter. Sie sehen sie hier im Einzelnen jeweils eingezeichnet. Die Vorwerke hatten übrigens auch alle einen einzelnen Namen. Welche Namen sind hier verwendet worden? Das waren die Vornamen der damaligen Ratsherren. Das heißt zum Beispiel zur Erikus-Bastion hier an dieser Stelle gehörte Erich Soltau oder Soltau und sein Vorname wurde dann latinisiert und als Bezeichnung hierfür genommen. Wir finden das ja auch heutzutage noch in einigen Straßennamen wieder. Hier eine andere Ansicht dieser gewaltigen Anlage, die so gut war, dass Hamburg im Dreißigjährigen Krieg nicht mal belagert wurde, geschweige denn eingenommen wurde. Denn es hatte sich bei den kriegsführenden Parteien rumgesprochen, dass Hamburg so gut befestigt war, dass es sich nicht lohnte. Bestbefestigte Stadt Nordeuropas. Da ging man dann lieber nach Magdeburg, so wie Tilly das gemacht und hat die eingeäschert. Hamburg blieb verschont. Das tat natürlich dem Handel, der selbstverständlich eingeschränkt war, trotzdem recht gut. Hamburg ist auch danach nicht eingenommen worden. Der dänische König ist 1685 mal bis zur Sternschanze gekommen, aber weiter auch nicht. Und erst Marschall Davout unter Napoleon ist in Hamburg eingezogen, aber das geschah relativ freiwillig gezwungen, jedenfalls nicht als eigentliche Belagerung im Rahmen der großpolitischen Entwicklung, die es damals gab. An den Erbauer Johann von Falkenburg erinnert unter anderem die Falkenburg-Brücke, die Sie hier sehen, oder hier in etwas größere Ausdehnung, die also über den Stadtgraben hinweg führt im alten Botanischen Garten. Hier hinten an dieser Stelle ist also der Stephansplatz zu erahnen. Und am Ende dieser Brücke, also wenn man auf dieser Brücke von den Mittelbergterrassen so rüber geht, an diesem Ende befindet sich ein Stein, ein Gedenkstein, der von der Patriotischen Gesellschaft von 1765 eingerichtet worden ist und auf dem nochmal hingewiesen wird, dass sich dort die Bastion Rudolfus erhob, dass sie zu dieser mächtigen Festungsanlage gehörte, die von Falkenburg errichtet worden ist, woraus sie bestand und dass diesem Verteidigungsring die Stadt Hamburg während des Dreißigjährigen Krieges die Uneinnehmbarkeit verdankt und dass sie sich die Stadt also seit dem 17. Jahrhundert zu einer der bedeutendsten Handelsstädte Europas entwickeln konnte, dank dieser Befestigung. Diese Befestigung
war um 1800 nicht mehr die militärischen Anforderungen, konnte sie diesen nicht mehr genügen. Sie sehen hier an dieser Stelle ein Tor und können erkennen, dieses Tor ist in die Befestigung eingebaut. Also der Wall ging praktisch links und rechts direkt dran. Ich werde es gleich noch deutlicher zeigen. Aber die Kanonen konnten inzwischen so gut schießen, dass sie einfach hier drüber kamen und das keinen wesentlichen Schutz mehr bot. So wie früher auch die Wälle keinen Schutz mehr boten, weil die Stadtmauern keinen Schutz mehr boten, weil die Kanonenkugeln so gut gewahrt worden waren, dass sie durchschossen. Und deshalb haben sich eben alle Städte dann anschließend erstmal statt mit Stadtmauern mit Stadtwällen umgeben. Also um 1800 sagt man, das werden wir versuchen zu entfestigen. Und man kam dann von der Macht und Pracht des Walls, der Tore und des Bastion zur Pracht der Parklandschaft sowie zur Macht der Bildungseinrichtungen und anderer Staatsbauten. Also als Beispiel habe ich hier die Kunsthalle aufgeführt, die übrigens einen eigenen Außenrundgang verdient, weil hier außen ein Gang durch die Kunstgeschichte anhand der Büsten der überlebensgroßen Statuen gemacht werden kann. Auch eines der Projekte, die ich noch vorhabe und vielleicht ja auch noch mal durchführen werde. Wie sah das nun aus? Hier ein Modell aus dem Museum Hamburgische Geschichte. Sie können dieses Modell heutzutage im zweiten Stockwerk finden, in der Abteilung, wo es um die Geschichte des Judentums in Hamburg geht. Man schaut hier von außen auf diese Wallanlage, kann hier also über die Brücke gehen, sieht, dass außen auch noch Kanonen angebracht sind. Hier das eigentliche Tor mit einem Torturm. Hier die Ansicht noch einmal von der Seite, dass man hier so reinfahren kann. Und wenn man das Ganze dann von innen ansieht, dann sieht das so aus, dass man von hier aus rausfahren könnte. Hier sind also einzelne Häuser und oben auf dem Wall konnte man promenieren. Dort zog aber dann auch die Bürgerwehr auf, wenn ein Verteidigungsfall gegeben war. Hier nochmal ein Stich von Peter Suhr, der das deutlich macht. Hier sieht man ein Wappen, das ist das Wappen, was wir eben hier auch in dem Modell gesehen haben. Ganz deutlich, dass es hier eine Ansicht von außen ist, weil die Michaeliskirche ja innerhalb des Walles gestanden hat und immer noch innerhalb der Wallanlagen steht. Also um 1800 herum der Beschluss zur Entfestigung, das wurde dann konterkariert dadurch, dass Marschall Davout und die napoleonischen Truppen in Hamburg einzogen von 1806 bis 1814. Davout machte das Ganze dann nochmal zu einer Befestigung, dazu später noch etwas mehr. Und dann kam es zur endgültigen Entfestigung. Es gab unterschiedliche Pläne dazu. Also dieses war der, wie es hier ist, jetziger Stadtwall, also 1804. Und mit diesem strengen Zickzack, dem Bastion, und dann hatte man überlegt, ob man vollständig diesen Graben wegnimmt, also einfach hier ein Erholungsfeld hat. Oder ob man den Graben zwar begradigt, aber den Wall in seiner Form lässt und vor allen Dingen den Graben lässt. Sie sehen hier, da müssen Sie den Kopf nach links oder rechts wenden, einen Querschnitt dann durch, also hier der Graben noch. Oder ob man, und das wurde dann tatsächlich gemacht, diesen Graben etwas entzickzackt, aber trotzdem noch die Zacken und Zicken drin lässt und den Wall etwas verkleinert. Also hier nochmal vergrößert. Dieses ist der Querschnitt vor der Entfestigung. Und nach der Entfestigung ist hier an dieser Stelle ein Teil abgenommen worden, sodass man hier auch noch Möglichkeiten hatte, spazieren zu gehen. Der Graben ist aber im Wesentlichen in seiner Tiefe geblieben, aber wurde hier an dieser Stelle dort ein wenig abgerundeter, war also nicht mehr so eckig. Er war immer noch sehr eckig, deshalb sprang später hier die Verbindungsbahn, die durch den Teil des Wallgrabens verlauf, an diesen Kurven beständig aus den Schienen. Hier ein Bild, wie das so um 1840 aussah, auch wieder eine Lithografie der Brüder Suhr. Man ging spazieren, man promenierte, man zeigte sich und seinen Schmuck.
Die Wallanlagen und der Wall selber waren aber immer noch eine Akzisegrenze, eine Zollgrenze. Man kam nur am Millerntor, Dammtor, Ferdinandstor und diesen anderen Toren aus der Stadt rein und raus. Falls jemand von Ihnen sagt, hier gibt es auch noch das Holstentor. Ja, richtig, aber eigentlich nur eingeschränkt, denn das ist erst 1858 gebaut worden, dieser Durchbruch hier, und 1860 verschwanden die Tore sowieso alle in ihrer Torfunktion, weil dann die Torsperre aufgehoben wurde. Denn bis dahin war es nicht möglich, nachts aus der Stadt rein und rauszukommen. Naja, aber 1840 gegen eine Zahlung eines Torgroschens schon. Aber es war eben noch immer eine Akzise, eine Zollgrenze. Bevor ich nun zu den Einrichtungen, die direkt im und am Wall und im und am Wallgraben entstanden sind, ein paar Bemerkungen zu dem Teil, der so um Dammtor herum entstanden ist. Dort gab es nämlich Friedhöfe, Begräbniskapellen, den ersten botanischen Garten, den zoologischen Garten, später Planten und Blumen und vor und nach Planten und Blumen auch Gartenbauausstellungen, die alle mehr oder minder auf die Entwicklung dieses Bereiches, den wir nun betrachten, Auswirkungen hatte. Bis etwa 1795 war es üblich, dass alle Toten in oder an den Kirchen bestattet wurden. Warum war das so? Je dichter man am Hochaltar bestattet wurde, umso größer war die Chance, in den Himmel zu kommen. Und wer wollte nicht in den Himmel kommen? Allerdings war es schon teuer in der Kirche und ganz besonders teuer natürlich nahe am Hochaltar. Die Ärmeren wurden außen an der Kirche bestattet, immer mal wieder ausgegraben und dann die Reste in den Beinhäusern zusammengeschüttet, muss man wirklich sagen. Und da setzte 1795 die Patriotische Gesellschaft ein und sagte, in unserer aufgeklärten Zeit ist es nicht mehr angemessen, dass wir die Toten in den Kirchen beisetzen, insbesondere weil man bei Gottesdiensten wirklich nur wie heutzutage mit einem Tuch vor der Nase teilnehmen konnte, weil da ständig der Leichengestank aus den Grüften herauskam. Patriotische Gesellschaft sagte also, wir bilden Begräbnisplätze außerhalb des Walles, in dem Bereich etwa, wo heute Planten und Blumen ist. Und zwar für die vier großen Kirchen Michaelis, Katharinen, Nikolai und Petri. Jakobi bekam auf der anderen Seite, weil das schneller zu erreichen war vom Wall, seine eigene Begräbnisplätze Platz. Aber auch Maria Magdalenenkloster, Johanneskloster und etwas später dann auch die jüdische Gemeinde oder die reformierte Gemeinde bekamen ihre Begräbnisplätze hier. Und jeder bekam eine eigene Begräbniskapelle. Eine einzige davon steht heute noch, nämlich hier an dieser Stelle zur Orientierung, Spielplatz Planten und Blumen. Bei den Kirchhöfen, das ist ja der Name, der daran erinnert ist hier, die Friedhöfe waren. Und diese steht als einzige noch, sieht heutzutage so aus, ein Bau von Johann August Ahrens, einem der Protégés der Patriotischen Gesellschaft. Die Ausbildung von Ahrens ist von denen bezahlt worden. Klassizistischer Bau im Stile der französischen Revolutionsarchitektur. Heute allenfalls am Tag des offenen Denkmals zu begehen. 1897 werden die Friedhöfe dann geschlossen, weil der Friedhof in Ohlsdorf eröffnet worden war. Ein Teil der Toten wird umgebettet, aber längst nicht alle. Auch heute finden die Gärtner in Plantenblumen immer noch, wenn sie etwas tiefer graben, Reste von Bestatteten, machen das dann allerdings heutzutage ganz schnell zu, um eine weitere Umbettung zu vermeiden. Nördlich von diesen Begräbnisplätzen wurde dann 1863 der Zoologische Garten gegründet. Der Zoologische Garten war eine Aktiengesellschaft und Sie sehen hier, welchen großen Ausmaß dieses hatte. Mit einem großen Saal, eigenem Restaurantbetrieb, Aquarium, Antilopenhaus, Vogelhaus. Hier irgendwo muss das Raubtierhaus, Raubtierhaus, großes Hirschhaus und so weiter und so weiter. Also eine wirklich Attraktion für die Hamburger Bewohner. Dieser zoologische Garten ging dann später über in ein oder reduzierte sich auf einen Vogelpark,
weil Hagenbeck dann doch zu mächtig wurde. Aber Sie sehen hier noch 1926 die weitgehend verlassenen Friedhöfe, aber hier den damals noch intakten Vogelpark. Auch hier eine Darstellung über die alten, wie es heißt, Friedhöfe hier nördlich vom Botanischen Garten. Hier immer noch die Straße, gibt es ja heute noch in diesem Teil, zumindest bei den Kirchhöfen. Und es gibt eben heute auch noch die Tiergartenstraße, die an diesen Tiergarten hier erinnert. In den 30er Jahren sah es auf diesen verlassenen Friedhöfen so aus, also einige umgefallene Grabsteine, ein leerer halber Sarg, der hier rumliegt, ziemlich desolat. Und das blieb es bis 1933. Dann haben die Nationalsozialisten beschlossen, das Gelände neu herzurichten und dort eine niederdeutsche Gartenschau unter dem Namen Planten und Blumen zu veranstalten. Es ist den meisten Hamburgern ja heutzutage nicht mehr geläufig, dass Planten und Blumen eine Nazi-Gründung ist. Es wurden sehr viele Arbeiter in Handarbeit dort eingesetzt, denn es gab um die Zeit eine große Zahl von Langzeitarbeitslosen, sodass diese Arbeiter auch die Loren zogen. Man hätte durchaus eine kleine Lokomotive dort hinsetzen können, hätte dann aber nicht mehr als 1000 Langzeitarbeitslose dort einsetzen können. Und die schaffen dann bis 1935 Planten und Blumen. Im Juni 1935 wird das von dem damaligen regierenden Bürgermeister Krogmann eingeweiht. Und Beteiligung natürlich war dabei Karl Plumin. Karl Plumin war derjenige, der Planten und Blumen geschaffen hat, aber der später dann auch die IGA 53, die IGA 63 und die IGA 73 geplant hat. Also der Hamburger Gartenarchitekt in Bezug auf die Gartenbauausstellung und Planten und Blumen. Jedenfalls im Bezug auf die Gartenbauausstellung nach Planten und Blumen. Aber die IGAs waren beileibe nicht die ersten. Wir hatten bereits 1869 in diesem Bereich der damals ja schon umgewandelten Wallanlagen die erste internationale Gartenbauausstellung. Und zum Beispiel 1897 eine allgemeine Gartenbauausstellung von Mai bis Oktober, der Eingang mit einem durch drei Rundbögen gekennzeichneten großen Eingangsbauwerk. 1935 war dann die Niederdeutsche Gartenschau Planten und Blumen mit den großen Seeanlagen, die ja heute noch vorhanden sind. 1953 war dann die erste Nachkriegs-IGA, die IGA 53, wo zum Beispiel der Philipsturm hier gebaut wurde, wo hier also diese Seeanlagen gebaut worden sind. Und man sieht hier an der Stelle, wo heutzutage der Spielplatz ist, eine völlig andere Anlage damals noch. Dann IGA 63 mit der damals weithin sichtbaren und attraktionsheischenden Seilbahn, die durch den gesamten Garten ging, hier so rum, dann hier über eine Eckstation bis fast ans Heilige Geistfeld heran, über die Glacis-Chaussee hinweg. Und dann schließlich die IGA 73, bei der das ja noch heute bei unseren Kindern oder bei mir, bei unseren Enkeln beliebte Spielplatzareal, jetzt habe ich irgendwo die Grammatik vergessen, also als das geschaffen worden ist. So viel zu dem Teil, der sich hier in diesem Bereich befindet. Und jetzt möchte ich mit Ihnen die einzelnen Teile direkt in den Wallanlagen durch. Ich zeige immer in der Karte das Objekt, wo es liegt, wie es heißt, wann es gegründet wurde und gehe dann raus und erzähle ein wenig genauer. Hier jetzt also über Johann Georg Büsch, ein Mathematiker und Nationalökonom, der selber am Johanneum zur Schule gegangen ist, selber am Akademischen Gymnasium seine Grundausbildung bekommen hat, dann studiert hat und später als Akademische Gymnasium als Professor für Mathematik und Nationalökonomie zurückkam. Er war, wie ich schon erwähnte, einer der Mitbegründer der Patriotischen Gesellschaft von 1765. Er hat eine ganze Menge für Hamburg geleistet, was ich in diesem Rahmen jetzt nicht erörtern kann. Wenn ich meinen Denkmalrundgang mache, dann bleibe ich fast 20 Minuten an diesem Denkmal stehen. Es ist ein Denkmal, was
an 4 verschiedenen Plätzen in Hamburg gestanden hat und jetzt steht. Geschaffen wurde es 2 Jahre nach dem Tod von Büsch auf Betreiben auch der Patriotischen Gesellschaft wieder, insbesondere von Lorenz Meyer, und stand dann von 1802 bis 1828 dort, wo die alte Kunsthalle etwa seinen Platz hat. Dann musste es von hier aus wegen Bauarbeiten, die auftraten, versetzt werden, aber immer noch in den, was ist das, in den Linksalsterbereich. Musste dort 1867 weichen, weil hier dann die Verbindungsbahn gebaut wurde, kam an diese Stelle auf die Bastion Dietericus. Dort habe ich es als Kind auch noch gesehen, stand dort bis 1984 und seit 1984 steht es an der Ostseite der Universität. Hier also der erste Standplatz auf der Bastion mit Blick einerseits zur Binnenalster und andererseits zur Außenalster, umstanden von 7 solchen Bäumen, wie sie auch um das Grab von Jean-Jacques Rousseau, dem französischen Aufklärer, stehen. Und das ist nicht von Zufall, es wird eben hier an das Grab in Ermenonville damit erinnert. Dann wurde es dreimal versetzt. Übrigens eine Geschichte, die auch anderen Hamburger Denkmälern geschehen ist, aber mit 4-maliger Versetzung hält es, glaube ich, den Rekord. Heute also hier vor dem ESA-Ost-Gebäude, klassische Form eines Denkmals um 1800, aber wie ich eben schon andeutete, das erste profane Denkmal, was wir in Hamburg hatten. Vorher gab es zwar Epitaphien in den Kirchen, aber kein eigenständiges Denkmal. Im oberen Bereich hier ein Lorbeerkranz, hier unten auch nochmal mit dem Namen des zu Ehrenden, hier Sterbedatum, Geburtsdatum und hier sehen Sie diese etwas stilisierte Darstellung von Büsch und auf der Rückseite hier ist ein besonderes Relief zu sehen, geschaffen übrigens von einem Bildhauer aus Weimar. Das kam daher, weil Ahrens, der Architekt, den ich schon genannt hatte, auch Architekt dieses Denkmals war. Und Ahrens war längere Zeit in Weimar tätig gewesen, auf Betreiben von Goethe, hat dort unter anderem das Schloss wieder aufgebaut oder angefangen wieder aufzubauen. Und er kannte also diesen Bildhauer und hat ihn für dieses Relief nach Hamburg geholt. Es wird hier dargestellt, eine Ehrung für Büsch in der Form der verschiedenen Gebiete, die er behandelt hat. Und zwar kommt ein Knabe hier und opfert auf diesen Opferstein für Büsch, also einer von denen, die von Büsch erzogen worden sind, mit den beiden Genien, einem mit der erhobenen Fackel, einem mit der gesenkten Fackel, wird an Tag und Nacht, aber auch an Leben und Tod erinnert. Hier haben wir die Bürgerliebe, gekennzeichnet durch die Bürgerkrone. Büsch war eben Mitbegründer der patriotischen, der vaterstädtischen Gesellschaft. Hier ein Bezug zu dem Nationalökonomen können wir erkennen an dem Caduceusstab mit den 2 Schlangen, nicht verwechseln mit dem Esculapstab, der nur eine hat, Zeichen für den friedlichen Landhandel. Und hier schließlich Hinweis auf Handwerk und ganz unten noch der Hinweis auf die mathematischen Fähigkeiten. Hier ist ein Zirkel und Lineal und hier also eine Kugel, Erdkugel, Weltkugel zur Ansicht zu sehen. Also ein sehr beziehungsreiches Relief, was hier an dieser Stelle steht, mit Bürgerliebe, Staatswirtschaft und Handel und Gewerbe an die wesentlichen 3 Betätigungsfelder von Büsch erinnert, wo er theoretisch tätig gewesen ist. Ein weiteres Denkmal, ein wesentliches Denkmal für Hamburg, steht an der Stelle in der Nähe des heutigen Spielplatzes. Es ist Denkmal für die vertriebenen Hamburger, die 1813 von dem französischen Marschall Davout vertrieben worden sind. Das Denkmal stand auch nicht ursprünglich an dieser Stelle, werde ich gleich noch etwas dazu sagen. Und es war auch viele Jahrzehnte nicht so gut aufzufinden wie heutzutage. Ist immer noch ein bisschen schwierig, weil kein Hinweisschild dafür steht. Es ist ein Denkmal, was geschaffen worden ist für, und ich lese Ihnen jetzt mal diesen Text vor, um deutlich zu machen, wofür es geschaffen worden ist. An dieser Stätte ruhen die Gebeine von 1838 Hamburgern, die mit vielen Tausenden
ihre Mitbürger von dem französischen Marschall Davout im härtesten Winter 1813 und 1814 aus dem belagerten Hamburg vertrieben, mit menschenfreundlicher Milde in Altona aufgenommen, von dessen edlen Einwohnern sowie von ihren früher ausgewanderten Landesleuten in ihrem Elende unterstützt und verpflegt, dem ungeachtet aber Opfer ihres Kummers und ansteckender Seuchen wurden. Es handelt sich also ein Denkmal für arme Hamburger, für Vertriebene, für in einem Massengrab oder genauer gesagt in 5 Massengräbern beigesetzte Hamburger. Auf die Inschrift, die hier unten steht, was also 1841 passierte, komme ich gleich noch zu sprechen. Der Hintergrund dazu ist, dass der französische Marschall Davout Hamburg zu einer Festung machen wollte. Als Davout nach Hamburg kam, hatte Hamburg etwa 80.000 Einwohner und Davout wusste, die kann ich nicht alle verteidigen. Und deshalb hat er verordnet, jeder Hamburger muss sich für ein halbes Jahr mit Verpflegung versehen. Wohl wissend, dass das viele Hamburger gar nicht können und in der Hoffnung, dass dann die Hamburger Bevölkerung durch Auswanderung von 80.000 auf 16.000, also auf ein Fünftel, reduziert werden würde. Die Hamburger haben sich darum nicht so sehr gekümmert, konnten das auch gar nicht aus geldlichen Gründen. Kurz vor Weihnachten wurde 1813 wurde der Befehl wiederholt und am Weihnachtstag, an Heiligabend 1813 wurde kontrolliert, wer keine entsprechende Verpflegung hatte, wurde zusammengetrieben, wie das hier in diesem Bild von Siegfried Bendixen gezeigt wird. Dies finden Sie heute noch an dieser Stelle in St. Petri am, ich glaube, 2. Pfeiler des Südschiffes. Und da wird gezeigt, wie diese Hamburger von den Franzosen zusammengetrieben werden und dann aus dem Tor herausgetrieben werden, und zwar bei bitterer Kälte, wie es heißt, am ersten Feiertag. Es waren also etwa, die Schätzungen sind unterschiedlich, ob dort 10.000, 15.000 oder 20.000 rausgetrieben wurden. Jedenfalls waren dann in Ottensen bereits 1.138 Hamburger verstorben, die dort in einem Massengrab beigesetzt wurden. Und als die Franzosen dann endgültig abgezogen waren, hat wiederum die Patriotische Gesellschaft unter Lorenz Mayer, aber auch unter dem Ägide von Siegfried Bendixen, dem Maler des eben gezeigten Bildes, gesagt, wir müssen für diese Armen dort ein Denkmal setzen. Haben dazu aufgerufen und es kam auch dazu. Eigentlich sollte diese Fläche gekauft werden, aber der Bauer stellte so exorbitant hohe Forderungen, dass man von einem Kauf absah und sie nur pachtete. Nach 25 Jahren war diese Pacht zu Ende und der Sohn des Bauern stellte noch höhere Forderungen. Und da haben die Hamburger gesagt, Schluss mit lustig, um es etwas flapsig auszudrücken. Wir nehmen das Denkmal mit, die Obelisken lassen wir dort stehen, einen Teil der Toten nehmen wir mit, den Rest lassen wir auch dort. Und pflanzen das Ganze um, wohin? An die Stelle, wo es eben heute als Restdenkmal noch steht. Und zwar nicht von ungefähr, denn hier waren ja nun schon die Begräbnisplätze. Das heißt also, hier konnte man auch die Gebeine, die man mitnahm, gut mit begraben. Also so schräg gegenüber von dieser Begräbniskapelle, hier in einem dichten Busch- und ja fast Waldgebiet. Und so sah es im November 2004 aus, als ich mit Herrn Hipp zum ersten Mal an dieser Stelle gestanden habe. Kaum zugänglich und auch bei meinen ersten Stadtrundgängen sagten meine Mitgänger, wohin führen Sie uns? Wir mussten uns also hier durch die Büsche durchschlagen und standen dann an dem kaum lesbaren, Sie sehen hier von der Schrift, ist so gut wie nichts lesbar. Später hatte ich glücklicherweise mal Herrn Fuchs dabei, den ehemaligen Bezirksamtsleiter von Wandsbek und später im Senat tätigen. Und der hat dann dafür gesorgt, dass Planten und Blumen das ein bisschen freigeschnitten hat und man jedenfalls jetzt hinkommen kann. Allerdings steht hier hinten an dem Weg immer noch kein Hinweisschild da drauf. Und 2013, also 200 Jahre nach dieser Vertreibung, ist dann also diese Schrift verbessert worden. Und hier unten steht also 1841 kam dieses Monument mit den Gebeinen von Ottensen oder wurde hierher versetzt. Gut, da steht es also auch heute noch. So viel zu dem ersten armen Denkmal, was wir in Hamburg haben, jedenfalls zu den Resten davon.
Kommen wir zur Millerntorwache. Die Millerntorwache war eine von den übrig gebliebenen Wachen. Hier ein Schnitt, wie es vor der Entfestigung aussah. Und so sah es nach der Entfestigung aus. Man brauchte es also wirklich nur noch als optische Grenze, aber nicht zum Verteidigen. Und ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass man nur an diesen Stellen rein und raus kam und das Ganze erst 1861 mit Ende der Torsperre aufgelöst war. Neben diesem Tor standen zwei solche Wachhäuschen, so wie wir sie heute noch sehen. Hier also eine Schnittzeichnung oder hier ein Grundriss davon. Sie sehen also hier diese vier Säulen mit dem Arkadenvorgang. Hier an dieser Stelle, also dieses Häuschen steht so, naja, ganz nicht so, ich werde gleich dazu noch etwas sagen, an dieser Stelle. Sie hatte zwei Zimmer und einen mittleren Holzraum, muss ja auch im Winter gefeuert werden dort, mit dem Torsperreneinnehmer und dem Polizeizimmer und davor also diese Kolonnade, wie es in der Zeichnung von Wimmel heißt, dem damaligen Stadtbaumeister, der dies geschaffen hat. Bau und Anordnung noch genauso, allerdings nicht genau an der Stelle, denn im März 2004 wurde das vom Straßenrand um etwa 25 Meter versetzt, weil dieses hier durch die vorbeifahrenden Autos immer wieder angefahren wurde. Man hat also die ganze Wache unterfangen, an einen Kran gesetzt, hochgehoben und auf der anderen Seite, nicht auf der anderen Seite, sondern nach 25 Metern wieder abgelassen. Hier also ein Artikel damals aus dem Abendblatt. Heute gehört das Ganze mit zu dem dahinterliegenden Museum für Hamburgische Geschichte, ist im Regelfall einmal im Monat geöffnet und zwar als ein Bereich, wo man Geschichte erzählen kann. Das heißt also, wenn Sie irgendetwas aus Ihrer eigenen Geschichte für sinnvoll halten, dass das festgehalten wird, dann finden Sie dort einen Ansprechpartner, der das zunächst mal akustisch aufnimmt und dann das Ganze mit zu dem Bereich des Museums für Hamburgische Geschichte gehört. So viel zur Millerntorwache. Nun zum Botanischen Garten. Ich sagte vorhin schon, diese wunderschöne Platane, hier ein Bild aus dem Frühjahr, hier ein Bild aus dem Winter, da kann man es als Platane deutlich erkennen. Davor steht ein kleines Hinweisschild und auf diesem Hinweisschild steht unter anderem, dass Lehmann sie gepflanzt hat. Er war Professor für Naturlehre am Akademischen Gymnasium und eben der Gründer und erste Direktor des Botanischen Gartens in den Wallanlagen. Es gab vorher schon botanische Gärten in Hamburg, aber dieses jetzt als Gründung auch in Zusammenhang mit dem Akademischen Gymnasium. Ich finde sehr schön, dass wir in Hamburg hier so ein 200 Jahre altes, lebendiges Denkmal haben und was uns in jedem Jahr durch seine Blätterpracht wieder deutlich macht, es erinnert an diesen Tag und will auch weiter daran erinnern. Hier übrigens noch eine andere solche Tafel, die im Botanischen Garten, im Alten Botanischen Garten rumstehen und an den Alten Botanischen Garten erinnern, hier aus der Parkordnung von 1838, wo es Fremden ermöglicht wird, auch ohne Einlasskarte den Garten zu besuchen, sofern sie sich vorher bei dem Inspektor gemeldet haben. Aber keinesfalls dürfen sie da selbst Tabak rauchen. Das Mitbringen von Kinderwagen war damals auch verboten. Aber man konnte eben promenieren in diesem Bereich. Hier der Stephansplatz, der spätere, damals natürlich noch nicht, weil Stefan noch gar nicht seinen Weltpostverein gegründet hatte. Dieser Botanische Garten hat sich dann immer weiter ausgebreitet mit einer Reihe von Schauhäusern. Hier also das Kalthaus, hier das Palmenhaus, hier die Nutzpflanzen, hier die Schulpflanzen. Es wurde sehr viel mit den Schulen zusammengearbeitet. Es gab aber noch nicht an dieser Stelle 1897 das Gebäude für das Botanische Staatsinstitut. Wohl aber gab es auf der gegenüberliegenden Seite schon die Physik und die Chemie. Und an diesen Stellen, wo hier so runde Tafeln sind, dort befinden sich heutzutage die Tafeln, die an die Geschichte des Alten Botanischen Gartens erinnern. Wenn Sie mal längs gehen, versuchen Sie, diese Tafeln zu finden. Sie können dort eine ganze Masse sehen. Gegenüber
also von der Stadt aus gesehen, den recht von der Jungiusstraße, den Bau des Botanischen Instituts, der dann 1904 von Albert Erbe gebaut worden ist. Hier eine etwas dichtere Aufnahme zu den Medaillons, die hier stehen, werde ich gleich noch etwas sagen. Kriege stark zerstört, aber danach dann wieder aufgebaut. Und hier finden sich einige Hinweise auf Menschen, die mit dem Botanischen Garten zu tun haben, also unter anderem Lehmann, aber hier in der Mitte Jungius, der Universalgelehrte, nachdem die Jungius-Gesellschaft genannt worden ist, nachdem die Jungius-Straße genannt worden ist. Von Jungius gibt es Aufzeichnungen, die jetzt gerade, also in den vergangenen Jahren, in der Staatsbibliothek digitalisiert worden sind und jetzt dann ausgewertet werden können. Und auch in diesem Bereich wurde die Sternwarte gegründet. Die Sternwarte, die 1825 von Repsol, für den dann dieses Denkmal errichtet wurde, initiiert worden ist. Dieses Denkmal ist eines der wenigen Denkmäler in Hamburg, die unverändert seit jetzt also fast seit 200 Jahren an Ort und Stelle stehen. Repsol war ein zweiseitig begabter Mensch. Und das wird an seinem Denkmal hier auch deutlich. Auf dieser Seite steht, bekämpfend die Feuersbrunst von Trümmern erschlagen. Das erinnert daran, dass er der Oberspritzenmeister von Hamburg war. Das klingt so ein bisschen, naja, da hält jemand eine Spritze. Nein, er war der Leiter der Hamburger Feuerwehr um die Zeit. Und in der Eigenschaft ist er auch von einer Mauer erschlagen worden, von einem abbrennenden Haus, das zur Seite fiel. Auf der anderen Seite finden Sie aber hier, erfindungsreich waffnete er die Wissenschaft. Repsol war nämlich ein begnadeter Feinmechaniker. Dazu war er gekommen, weil er ebenso ein sehr interessierter Hobbyastronom zunächst war und astronomische Beobachtungen machte und sich seine Beobachtungsinstrumente selber baute. Aber so gut baute, dass er bald eigene Werkstatt hatte. Und wenn Sie heutzutage in irgendeiner europäischen Sternwarte sich aufhalten, die vor 1850 gebaut worden ist, werden Sie dort mit Sicherheit immer noch Repsol-Instrumente finden. Zum Teil sogar noch wirklich in Benutzung finden. Die Werkstatt von ihm wurde später von seinen Kindern und Enkeln auch noch weitergeführt. Und Repsol hat gesagt, nachdem seine eigene Sternwarte, die er zunächst mal dort gebaut hatte, wo heute die Jugendherberge steht, Hamburg sollte sich doch von Staats wegen eine Sternwarte leisten. Und das geschah dann auch 1825 mit dieser Kombination aus Sternwarte und Navigationsschule. Eine sehr sinnvolle Kombination, weil die Seeleute ja nach den Sternen navigieren werden. Ja, jetzt sage ich noch etwas zum Zoologischen Garten und dann werde ich die kurze angekündigte Pause machen. Der Zoologische Garten wurde als Aktiengesellschaft gegründet, bekam Alfred Brehm als ersten Leiter 5 Jahre lang. Dann hat er sich mit den Hamburger Kaufleuten überworfen und ist nach Bremen gegangen. Es war eine sehr ausführliche zoologische Landschaft, die dort entstand. Ich will das mal an dem Aquarienhaus verdeutlichen, mit einer Haupthalle, mit Nebenhallen, mit südlichen, nördlichen Nebenzimmern, mit einem Laboratorium und der Vorhalle, wo man so ein bisschen runterging. Die stand also hier an dieser Stelle, aber daneben die anderen Stellen, die ich vorhin schon leicht angesprochen hatte. Und ein sehr stark besuchter Zoologischer Garten, bis dann später Hagenbeck ihm den Rang abgelaufen hat. Mit einer eigenen Hamburger Zoo-Zeitung, hier noch schon zu der Zeit, als es dann nur noch ein Vogelpark war, wo hier deutlich gemacht wird, welche Bedeutung die alten Friedhöfe für die einheimische Vogelwelt haben oder hatten. Zum Schluss war es also nur noch ein Vogelpark und musste dann also Planten und Blumen Platz machen. Gut, so viel hierzu. Ich werde jetzt die angekündigte knapp 5-minütige Pause machen. Holen Sie sich einen neuen Tee, Kaffee oder was immer Sie gerade mögen. So, ich hoffe, dass Sie alle wieder da sind. Und ja, gut, ich hoffe, dass Sie sich mit frischem Tee oder Kaffee versehen haben. Die Kunsthalle hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, 1869 kam sie dazu, also fast am Rande der
Lombardsbrücke gelegen, mit diesem schönen Bau von Hermann von Hude. Hier eine Abbildung aus der Zeitschrift für Bauwesen aus dem Jahre 1868. Hier eine Fotografie, wo man im Vordergrund das Denkmal für Schiller sieht, was dort 1866 von Lippelt und einige Teile auch von Börner, weil Lippelt dann gestorben war, errichtet worden ist. Das Denkmal steht auch nicht mehr an der Stelle, sondern heutzutage immer noch im Rahmen der Wallanlagen in der Nähe des Cinemax-Kinos, also am Dammtor Bahnhof etwa. Hier sieht man den Dammtor Bahnhof im Hintergrund. Hier nochmal ein Blick in einer Zeichnung. Hier das Schiller-Denkmal dahinter, dieser Bereich oder hier also in der Aufsicht Schiller-Denkmal, diese Gartenanlagen, Kunsthalle und hier der Philosophenteich, der nach dem Zweiten Weltkrieg ja noch einige Zeit Bestand hatte. Der erste Direktor der Kunsthalle, Alfred Lichtwack, hat die Kunsthalle weithin berühmt gemacht und dafür gesorgt, dass sie wirklich anerkannt wird. Hier eine Darstellung von heute und ich sagte ja schon, alles, was hier so an diesen Stellen eingelassen worden ist, verdient eigentlich mal einen eigenen Rundgang. Wenn Sie dorthin gucken, da kommen Sie in anderthalb Stunden kaum rum. Die Straße hier als Ringstraße geplant, die musste erstmal angelegt werden. Bis vorher ging die Stadt bis an den Wall heran. Es musste also hier einiges an Häusern eingerissen werden, bis diese Prachtstraße gebaut werden konnte. Und sie hieß auch zunächst Ringstraße, bevor sie dann Einzelnamen wie Glockengießerwall, Holstenwall, Gorch-Fock-Wall oder ähnliche Teile bekam. An dieser Ringstraße wurden dann insbesondere die sogenannten Reichsfolgebauten eingerichtet. Reichsfolgebauten waren Bauten, die notwendig waren nach 1871, als Hamburg dem Zweiten Deutschen Reich beigetreten war und man dann einige Reichsbauten hier in Hamburg brauchte, wie zum Beispiel die Oberpostdirektion am Stephansplatz. Das Gebäude steht ja heute noch immer dort. Oder wie die Generalzolldirektion, als der Freihafen gebaut wurde. Oder wie die Behörde für das Versicherungswesen, heute befindet sich da die Generalstaatsanwaltschaft, weil Bismarck ja das Sozialversicherungswesen geschaffen hatte und hier irgendwo die Versicherungskarten gelagert werden mussten und man sich an- und abmelden musste. Und dann natürlich die Gerichte, die im Rahmen der Vereinheitlichung des Reichsjuristenwesens hier gebaut wurden, Strafjustizgebäude, Ziviljustizgebäude und Oberlandesgericht. Nochmal ein kurzer Hinweis auf diese Gebäude im Einzelnen. Hier also die Oberpostdirektion gegenüber von dem damaligen Haupteingang für den alten Botanischen Garten. Heute ist hier an dieser Stelle eine schöne Eisbude. Hier noch mit den Straßenbahnen und den durchaus Reitern, Autos eben noch nicht. Heute sieht das so aus mit dem Kompromiss, den das Denkmalschutzamt mit den neuen Besitzern hat machen müssen, um diese Dachlandschaft noch einigermaßen ansehbar zu machen. Etwas weiter Richtung Musikhalle, das Gebäude der Generalzolldirektion. Hier, so wie es von Zimmermann entworfen worden ist, heutzutage sieht es so aus, dass Sie in diesem Teil, nochmal Vergleich, also in diesem Teil, sehen Sie, hier sind überall diese Wechsel aus Rundbögen und Dreiecken. Die sind im rechten Teil immer noch vorhanden, im linken aber nicht, weil das im Zweiten Weltkrieg ziemlich komplett zerstört worden ist und dann nur schnell wieder aufgebaut worden ist. Heute befindet sich das Finanzamt für Verkehrssteuern dort drin. Ein bisschen weiter Richtung Musikhalle kommt dann die Behörde für das Versicherungswesen mit einem Eingang für weibliche Versicherte und einem für männliche Versicherte. Warum das bei Versicherungskarten notwendig war, ist mir nicht so ganz klar, aber es war ja offenbar gewünscht. Hat einen sehr feuersicheren Keller, um die Versicherungskarten gut aufzubewahren, wird heute von der Generalstaatsanwaltschaft genutzt. Und dann kommen wir zu dem Justizforum, dem Sievekingplatz, der also links und rechts auch zunächst noch von Wasser durchflossen war, von Resten des Wallgrabens. Und da wurde dann zunächst das Strafjustizgebäude, dann das Ziviljustizgebäude und schließlich 1912 das Oberlandesgericht gebaut. Strafjustizgebäude
ein Bau von Zimmermann. Heute sieht es so aus mit den Anbauten, die Schumacher links und rechts dran gesetzt hat. Auf der anderen Seite steht das Ziviljustizgebäude, hier mit vier Personen, die Hamburger Rechtsgeschichte verdeutlichen, jeweils im Abstand etwa von 100 Jahren. Und in der Mitte dann das von nicht von einem Staatsbaumeister, sondern von Privatarchitekten für die Stadt gebaut, nämlich von Lund und Kallmorgen, das imposante Gebäude für das Oberlandesgericht mit dem kolossalen Eingang und dem ebenso imposanten Innenleben. Wenn Sie da noch nicht drin waren, unbedingt mal reingehen und sich diese Eingangsmittelhalle mit dem drumherum liegenden Treppenhaus ansehen. Zwischen diesen Gerichten war hier und an dieser Stelle eine Teichanlage angelegt. Sie sehen sie hier von mir nochmal blau gefärbt. Dahinter war nochmal ein Teilbereich. Drumherum bewegten sich die Pferdebahnen und Straßenbahnen dann. Hier sehen Sie also mit Springbrunnen in der Mitte diese beiden Skulpturengruppen, die hier zu ahnen sind, sind heutzutage noch vorhanden. Aber das Ganze wurde dann später abgesenkt, und zwar abgesenkt für die IGA 63, glaube ich, damit man hier dann ungehindert durchgehen konnte. Und deshalb musste natürlich dieser kleine Teich hier verschwinden. Das nächste, das Museum für Kunst und Gewerbe, 1877. Gebaut, das Museum für Kunst und Gewerbe war, als es gebaut wurde von Zimmermann, ein Mehrzweckgebäude. Es war einerseits für das Museum, was von Justus Brinkmann dort eingerichtet wurde. Aber gleichzeitig befand sich der Mittelteil, die Realschule des Johanneums dort, dann eine Berufs- oder zwei Berufsschulen, eine allgemeine Gewerbeschule und eine spezielle für Bauhandwerke. Und dann befanden sich noch zwei später in andere Museen ausgewanderte Sammlungen, nämlich die naturkundliche Sammlung, die in das Naturkundliche Museum vis-à-vis überging, und die völkerkundliche Sammlung, die dann zum Roten Baum in das Museum für Völkerkunde wanderte. Heute also, wie heißt das, Marx. Ne? Hier ein Blick auf dieses Gebäude, und diesen Blick haben wir heutzutage noch fast genauso. Nur diese kleine Anhöhe ist hier verschwunden, das ist ein bisschen eingeebnet worden. Aber selbst die Dachlandschaft ist nahezu unverändert, einschließlich all der Skulpturen. Wenn Sie das nicht wissen, nächste Mal hingehen, achten Sie darauf, hier oben können Sie überall Köpfe finden, die irgendwie mit Kunst und Gewerbe oder Literatur zu tun haben. Büsch ist da auch abgebildet. Am 14. September 1876 hat der Präsident dieses Werk des Senats, also der Bürgermeister, das eingeweiht. Und dort steht, das lese ich immer gerne, wenn ich in das Museum für Kunst und Gewerbe hineingehe, linke Hand: Gott segne dieses Werk zu Hamburgs Wohl und Ehre. Ja, gegenüber entstand knapp oder gut ein Jahrzehnt danach das Naturhistorische Museum für die immer umfangreicher werdende naturkundliche Sammlung mit zoologischen, insbesondere also hier mit zoologischen Präparaten, aber nicht nur. Ein sehr moderner Bau, der hier, also hier ist das Museum für Kunst und Gewerbe, hier der Stadtgraben, wo heutzutage die Eisenbahn durchführt, und hier steht heute das Saturn-Kaufhaus. Hier ist noch der Turm von dem von Lindley gebauten Badeanstalt zu sehen. Also dieses, das Gebäude am Eingang der Mönckebergstraße, ein um einen großen Innenraum herum gebautes Gebäude, in dem ein vollständiges, nein nicht nur ein, sondern drei vollständige Walskelette ihren Platz fanden, ein größeres und zwei kleinere, mit Umlaufgalerien, sodass man in diesen Galerien von außen und von innen beleuchtet eine ganze Reihe von Schränken aufstellen konnte für die wissenschaftliche Sammlung, aber auch für die mineralogische Abteilung, die sich hier befand, bevor es dann später ein eigenes mineralogisches Museum gab. Dieses Museum ist, wie ich schon sagte, leider im Zweiten Weltkrieg so stark bombardiert worden, dass es danach dann abgerissen werden musste. Im Augenblick
kämpft Herr Glaubrecht ja darum, dass wir ein eigenständiges, neues naturkundliches Museum bekommen. Und ich hoffe, dass das auch etwas werden wird. Die Physik, Chemie und das Hygienische Laboratorium bekam eigene Räume schließlich 1895. Das Akademische Gymnasium war schon in den 1880er Jahren eingegangen, aber die Institute, die dazu gehörten, waren für die Hamburger Wirtschaft so wichtig, dass sie immer weiter wuchsen und dann schließlich ein eigenes Gebäude bekamen. Ich sagte vorhin schon, dieses Gebäude steht im Wesentlichen noch, bis auf die Dachlandschaft. Hier ist etwas Neues gebaut worden. Das Gebäude da hinten sehen Sie im unteren Teil, so wie es vorhanden ist, mit einem eigenen Eingangsbereich. Ich selber habe 1960 hier meine Anfängervorlesung in Physik gehört. Ein weiterer Bau, der dann in diesem Bereich entstand, ist das Museum für Hamburgische Geschichte. Ein Bau, der schon von Schumacher in Dresden angedacht wurde, geplant wurde, aber vor dem Ersten Weltkrieg dann nicht mehr zustande kam und dann wegen des Ersten Weltkrieges und wegen der Schwierigkeiten, die danach bestanden, erst etwa 1923 fertig wurde. Es gibt also ein bisschen verschiedene Daten, wann man sagt, dass es fertig war. Es ist ein sehr durchdachter Bau, wie das bei Schumacherbauten natürlich der Fall ist, wo die einzelnen Räume in ihrer Höhe mit ihren Fenstergestaltung genau dem angepasst sind, was dann drinnen passierte. Hier ein Schnitt durch den Bereich der Eingangshalle, wo wir also die Treppe haben, wo wir den großen Freiraum im ersten Stock haben, wo es dann an den Seiten zum zweiten Stockwerk drauf geht, wo dann zum Beispiel an dieser Stelle hier die große Kaufmannsdiele ist. Deshalb befindet sich hier ein großes Fenster, hier etwas kleinere Fenster. Also stark durchdacht, rundherum mit unterschiedlichen Fassaden versehen und an einzelnen Stellen mit Nischen versehen. Mit Nischen wie dort und dort zum Beispiel für Spolien. Das heißt also für Artefakte, die aus alten Häusern kamen, die abgerissen wurden und dann in neue Häuser eingebaut. Hier sind es also vier Weltkaiser, die dort stehen. Ursprünglich an einem Kaufmannshaus in der Düsternstraße. Oder auf der anderen Seite hat Schumacher Nischen eingebaut für Kaiserfiguren. Für welche Kaiserfiguren? Das waren die Kaiserfiguren, die ursprünglich am alten Hamburger Rathaus mehrere hundert Jahre standen, also etwa 200 Jahre dort standen, das Rathaus der Trostbrücke mit dem Altbau, mit dem Neubau und mit dem Niedergericht daneben. Und hier auf dieser Seite war dann noch die Börse vorhanden. Dort waren etwa 20 römische Kaiser untergebracht, so wie man sie hier sieht. Und die sind recht gut erhalten. Und für mich war es über ein Jahrzehnt, seitdem ich mich damit beschäftigte, unklar, wie diese römischen Kaiser den Hamburger Brand überstanden haben. Denn einige von Ihnen und die meisten werden wissen, dieses Gebäude ist gesprengt worden. Und zwar mit einer knappen Vorlaufzeit von etwa 4 Stunden. Und trotzdem sind diese Kaiserfiguren vorhanden. Eine Lösung ergab sich erst mit der Ausstellung, die wir im letzten Jahr von der Fritz-Schumacher-Gesellschaft in der Börse, also in der Handelskammer hatten, wo wir unter anderem diesen Stich ausstellten, alter Börsenplatz und Rathaus nach dem Brande. Und da sieht man, dass das Gebäude zwar gesprengt worden ist, aber schlecht gesprengt worden ist. Man hatte auch keinerlei Erfahrung damit und die Fassade stehen geblieben ist. Und deshalb konnten hier diese Statuen dann herausgeholt werden und gelagert werden, eingelagert werden. Von wem? Von unserem Verein, vom Verein für Hamburgische Geschichte, der ja gerade 4 Jahre vorher gegründet worden war und eben ganz viel gesammelt hat, bis in diesem Fall dann Schumacher das einbauen konnte, so wie man das hier in dieser Form sieht. Übrigens sind diese Kaiser auch der Anlass dafür gewesen, dass an unserem heutigen Rathaus ebenfalls Kaiserfiguren stehen, allerdings Kaiser aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und nicht römische Kaiser, wie das im Wesentlichen hier am alten Rathaus vorhanden ist. Beim Museum stehen aber noch andere Relikte, zum Beispiel dieses
ja, dieses Teilstück von dem Kugeldenkmal, was 1878 ursprünglich auf dem Sankt-Annen-Platz, also in der heutigen Speicherstadt, gebaut wurde. Und Sie sehen, das war sehr viel größer als das, was heute noch vorhanden ist. Heute steht praktisch nur noch dieser untere Teil. Kugeldenkmal zur Erinnerung daran, dass die Franzosen uns zwar die Deutschen 1806 besiegt hatten und eingenommen hatten, aber wir dann 1871 sie. Also solche Kugeldenkmäler sprossen nach 1871 in vielen Städten Deutschlands angefertigt mit Kugeln, die damals 1806 von den Franzosen benutzt worden waren. Hier noch eine weitere Darstellung auf dem Sankt-Annen-Platz. Es wurde dann später versetzt auf den Gertrudenkirchhof, also parallel zum Gerd-Hauptmann-Platz in der Nähe der Mönckebergstraße, und musste dort dann auch weichen. Und die Reste sind dann hier am Museum für Hamburgische Geschichte untergebracht worden. Als ich das vor 10 Jahren fotografierte, waren hier noch Hamburger Wappen dran. Die sind inzwischen auch verschwunden. Drumherum befindet sich übrigens der Spruch, den wir als lateinischen Spruch am Rathausturm haben. Ja, und als letztes möchte ich jetzt noch besprechen das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Auch ein versetztes Denkmal. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal stand ursprünglich nach langer Vorgeschichte, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen erörtern möchte, auf dem Rathausmarkt. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, was 1903 auf dem Rathausmarkt errichtet worden ist und 1930 in den Bereich hierhin versetzt worden ist, auch dort nicht immer genau an der gleichen Stelle gestanden hat. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, hier eine in Tüdelchen Luftaufnahme. Es ist tatsächlich von oben fotografiert, aber es irritiert bei dieser Luftaufnahme diese Fuge hier. Es ist das Modell, was im Museum für Hamburgische Geschichte steht, eines der vielen Stadtmodelle, was auf 2 Tischen untergebracht ist und wo das Denkmal gerade auf dieser Fuge steht. Was Sie hier gut erkennen können, das Reiterdenkmal, er reitet zum Rathaus drin, war umgrenzt von einer Mauer, von einer Wand bis zu 4 Meter hoch. Und als Schumacher nach Hamburg kam, sagte er, wie kann man diesen schönen Platz nur so verschandeln durch dieses hässliche und einfallslose Denkmal. Er wollte dann das Denkmal erst hierhin versetzen, kam aber nicht durch. Und erst 1930, als der Verkehr hier so stark zugenommen hatte, wurde es dann an die Wallanlagen versetzt. Und dort steht es in dieser Form, allerdings sehr viel einfacher. Und drumherum befanden sich hier Assistenzfigurengruppen, 4 Assistenzfigurengruppen, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Die sind dann letztlich auch mitversetzt worden, aber hier vorher noch einmal ein Blick auf das Denkmal, wie es auf dem Rathausmarkt stand, mit dem Kaiser Wilhelm als Reiterdenkmal, mit hier Seitenteilen, die man heutzutage in den Läden von Thomas I. sehen kann. Der hat sie irgendwie mal aufgekauft. Und hier diesen 4 Assistenzfigurengruppen und dazwischen noch Reliefs dort und hier an dieser Stelle, die sich auf den Proklamation des Friedens in Versailles, die Kaiserproklamation in Versailles hinweisen und auf die Ehrung des 76er Infanterieregiments, also hier Ausrufung des Kaiserreichs. Und diese Figurengruppen werden wir uns jetzt ein wenig genauer ansehen. Sie stehen um das Denkmal, so wie es heute vorhanden ist, drumherum etwas willkürlich platziert. Dieses hier, also eine Gruppe, die, wie wir gleich sehen, zum Sozialversicherungswesen gehört. Dieses ist ein Kommunikationsdenkmal. Aber fangen wir erstmal an mit der Gruppe, die darstellen soll die Vereinheitlichung des Münz- und Einheitswesens. Alle 4 Gruppen sind nämlich, wenn man so will, Propagandadenkmäler. Es wird Propaganda gemacht für den Satz Hamburg, es ist gut, dass du 1871 dem Zweiten Deutschen Reich beigetreten bist. Das war in Hamburg ja durchaus umstritten und gar nicht klar, ob man das sollte oder nicht. Aber der Senat hat sich dann mehrheitlich, auch nicht einheitlich, dafür eingesetzt. Und hier wird zum Beispiel verdeutlicht, mit der Münze, die der Münzmeister hier in der Hand trägt und den beiden Münzen, die das Mädchen trägt, in dem gesamten Deutschen Reich haben wir jetzt ein einheitliches Münzwesen.
Der Knabe, von dem man hier nur noch die Locken sieht, hat auf der anderen Seite ein Metermaß, heutzutage übrigens nur noch ein Halbmetermaß, weil die Hälfte abgebrochen ist, in der Hand und zeigt das an seinem Fuß und weist darauf hin, wir haben ein einheitliches Längenmaß im gesamten Deutschen Reich und nicht mehr die bayerischen Fuß oder die württembergische Elle oder was es da so alles an Teilen gab. Die zweite Gruppe ist ein Hommage, wenn man so will, an das Sozialversicherungswesen von Bismarck. Wir haben hier als Allegorie das Sozialversicherungswesen. In die Rentenkasse wird eingezahlt. Der Arbeiter hier mit dem langen Lehmann, diesem Vorschlaghammer in der Hand, zahlt in die Rentenkasse ein. Er hat hier das Geldstück und über die Rentenkasse wird dann dieses Geld hier in Form einer wohlschmeckenden Suppe an uns alte Leute wieder ausgeteilt. Also insgesamt Allegorie auf das Sozialversicherungswesen, auf das Rentenversicherungswesen. Die dritte Gruppe, sagte ich eben schon, ein Kommunikationsdenkmal. Man sieht hier einen Briefträger, aber als Götterboten Hermes hier mit seinem Flügelhelm, aber mit einer deutschen Briefträgertasche und zwar mit dem neuen deutschen Wappen, was für das Zweite Deutsche Reich geschaffen worden war. Und dieses kleine Mädchen bringt ihm gerade einen Brief und sagt, dort auf der Weltkugel möchte ich es hinhaben. Und er sagt, klar, das wird klappen. Wir haben Generalpostmeister Stefan, der hat den Weltpostverein geschaffen und überall auf der Welt wird die Post ausgeliefert. Der Knabe hier dagegen hat zwei Hörer in der Hand. Er ist ans Telefon gerufen worden durch diese Glocke hier, durch das Fräulein von Amt. Und die hat ihm gesagt, es gibt ein Mädchen, das ist tatsächlich auf der anderen Seite zu sehen, das möchte dich sprechen. Er hört das durch die Kopfhörer, sie spricht auf der anderen Seite in diese Sprechmuschel hinein. Heutzutage würde man hier an dieser Stelle mindestens noch ein iPhone und einen Laptop mit unterbringen. Und schließlich das letzte Denkmal, der letzte Teildenkmal davon, die eine junge Richterin mit nicht verbundenen Augen, denn sie muss lesen können. Wo muss sie lesen können? Das zeigt ihr dieses junge Mädchen in dem neu geschaffenen Bürgerlichen Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Strafgesetzbuch und was so weiter an Reichsgesetzbüchern allmählich geschaffen worden ist. Hier wieder mit dem Reichswappen drauf. Und die alten Gesetzbücher, die in Bayern, in Hohenzollern, in Weimar, in sonst wo gegolten hat, die kommen in den Keller, die kommen in das Archiv und die brauchen nicht mehr. Ja, ich habe Ihnen in den letzten anderthalb Stunden eine ganze Menge von den Hamburger Wallanlagen und der Geschichte der Wallanlagen gezeigt. Allerdings längst nicht alles. Ich habe nichts über die Verbindungsbahn gesagt, nichts über den Hauptbahnhof, über den Erweiterungsbau der Kunsthalle, über den Kunstverein und das Kunsthaus, die Lombardsbrücken, Polizeiwachgebäude am Dammtorwall, die drei Denkmäler, die wir in der Nähe vom Dammtorbahnhof stehen haben, das Gefallenendenkmal für das 76er Infanterieregiment, dieser Kriegsklotz, der dort steht, dann das Gegendenkmal von Rilitscha und dazwischen der Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz. Kein Wort habe ich verloren über die Leitzhalle oder Musikhalle. Nichts über den Anbau von Schumacher an das Ziviljustizgebäude. Vom Gewerbehaus habe ich immerhin mal ein Foto gezeichnet. Nichts von den Volksschulen, die Zimmermann und Erbe am Holstenwall gebaut haben. Nichts über das Hainische Wohnstift oder das danebenliegende Bäcker-Innungshaus. Das Bismarck-Denkmal steht ebenfalls in den Wallanlagen. Begrenzt werden sie von der Kerstin-Mühle-Brücke und unvergessen die deutsche Seewarte, die auf dem Stintfang stand und wo heutzutage seit vielen Jahrzehnten nun schon die Jugendherberge und glücklicherweise kein Hotel steht. All das war in diesen anderthalb Stunden nicht unterzubringen, aber ich hoffe, dass ich Ihnen doch ein wenig von dem gezeigt habe, was hier inzwischen steht und was die Macht der Welle abgemildert hat. Für Nachfragen und Ergänzen werde ich jetzt gleich wieder in die Galerieübersicht übergehen. Vorher aber noch einmal der Hinweis auf die Datei. Einige von Ihnen haben in den Chat ja schon ihre E-Mail-Adresse reingeschrieben.
Oder für mich noch ein Tick einfacher, Sie schicken mir eine E-Mail, weil ich dann die E-Mail-Adresse nicht erst abzutippen brauche, an meine Adresse. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf die Broschüre, die ich vorhin erwähnte. Ich habe vor acht Jahren, mal für einen Kongress, den Mathematiker und Physiker in Hamburg abhielten, einen längeren Artikel über die Warnanlagen geschrieben. Und diese Broschüre ist erschienen, insgesamt 56 Seiten, mit anderen Artikeln auch. Also wesentlich lesenswerter ist zum Beispiel der Artikel von Kopitsch über die hamburgische Geschichte und auch ein sehr lesenswerter von Wolf Schmidt zur Geschichte der Sternwarte. Die Mathematische Gesellschaft oder das Elektronensynchrotron ist vielleicht von geringerem Interesse. Das gibt es zwar auch online, aber manche von Ihnen mögen ja lieber was Gedrucktes in der Hand haben. Insbesondere sind die Abbildungen dort doch besser zu sehen. Wer das haben möchte, schicke mir ebenfalls eine E-Mail. Diese Broschüre kostet 3 Euro und da muss ich noch Großbriefverpackung dazu nehmen, also insgesamt 4,70. Bezahlen brauchen Sie aber erst, wenn Sie das erhalten haben. Also Sie schicken mir, wenn Sie das überhaupt haben wollen, eine E-Mail und sagen, dass Sie diese Broschüre haben möchten. Ich schicke sie Ihnen dazu und gebe dann eine Kontonummer an, auf die Sie das Geld überweisen können. Ja, ich gehe jetzt in die Gesamtansicht über. Und ich kann Sie jetzt gar nicht alle sehen. Wir sind immer noch 67 Teilnehmer. Mal sehen, ob auf diese Art und Weise. Noch. Ja, danke, Frau Wiedemann. Cyrus und Alexander der Große und Cäsar und in der Düsternstraße an dem Haus eines Kaufmanns. Eine sehr selbstbewusste Form, wie ein Kaufmann verdeutlichen kann, ich sehe mich im Rahmen der Weltgeschichte.